Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays Magic the Gathering Duels of the Planeswalkers. Wir spielen heute mit Äonen des Bösen. Das ist, wie hieß er so schön? Nicht Sorin Markov, sondern Nicole Bolas Deck. Und starten heute damit in die dritte und letzte Erweiterung, wo wir als erstes gegen Gideon Jura spielen. Der hat ein weißes Krieger-Ausrüstungsdeck, also sehr viel Artefakt-Ausrüstungsgeschichten und so weiter. Das ist relativ schnell und ziemlich stark, während Äonen des Bösen eher so hinten raus stark wird. Also könnte es sein, dass wir eventuell auch wieder ein, zwei Spiele verlieren, weil er uns einfach vorher besiegt. Schauen wir mal. Okay. Wir haben hier vor allen Dingen den versteckten Schrecken, den finde ich sehr gut. Sehr günstig für eine 4-4-Kreatur, aber ich muss eine Kreatur gerade abwerfen, was nicht so schlimm ist. Nachteil ist, wir haben keinen einzigen Sumpf auf der Hand. Wir haben ja auch Zombifizierung. Das ist dann mit Kreatur abwerfen, Zombifizierung wirken eine ziemlich nette Kombo. Ansonsten haben wir hier noch den Kampfmagier, der auch ganz nette Fähigkeiten hat. Ich spiele das Deck trotzdem, weil ich Runde 3 den Geheimniskrämer auf jeden Fall spielen kann. Eventuell ziehe ich ja auch noch was, einen Sumpf oder so, bis dahin oder zwei. Okay, er spielt direkt eine Machete hier. 2 plus 1. Ausrüstung 2. Also man muss einmal bei so Ausrüstung ist das immer, man muss einmal das Mana bezahlen, um es auszuspielen. Und dann, wenn man es an einer Kreatur ausrüsten will, nochmal die anderen Kosten bezahlen. Okay, noch ein Geheimniskrämer ist gar nicht so schlecht. Dann könnte ich halt ein bisschen Futter aufs Feld bringen und trotzdem weiter Karten ziehen. Genau, und es gibt aber Karten, die halt einen direkt ausrüsten lassen und so weiter hin. Was spielt er jetzt hier? Alle Core-Kreaturen, die Kornist erhalten, für jede an den Rüstmeister angelegte Ausrüstung plus 2 bis 2. Das ist zum Beispiel ziemlich gut, wenn er jetzt noch andere dieser Core-Kreaturen spielt. Okay, wir haben sogar einen Sumpf gezogen, das ist gut. Im besten Fall natürlich noch einen Sumpf mehr. Ist hier ein Kursodat. Wenn du kannst du eine Ausrüstung deiner Wahl, die du kontrollierst, an eine Kreatur deiner Wahl anlegen. Genau, das meinte ich mit. Jetzt würde er das an ihn anlegen und hat es in der nächsten Runde schon ziemlich gute Stats auf seinen Karten. An ihn, ne? Genau. Jetzt hat er hier plötzlich eine 4-3 und eine 4-4 liegen. Aber er greift mich irgendwie nicht an. Das ist jetzt irgendwie ein Fehler in der KI. Er sollte angreifen. Ich möchte eigentlich was Stärkeres abwerfen, als was ich auf der Hand habe. Deswegen spiele ich erstmal den Geheimniskrämer. Also den versteckten Schrecken mit dem Abwerfen, das möchte ich eigentlich für was anderes nutzen. Okay. Noch ein Geheimniskrämer. Also dieser Chor-Rüstmeister ist ein bisschen, plus 0 plus 1. Unser Problem ist in dem Fall, weil es würde das ihn noch ausrüsten und hat dann hier eine ziemlich mächtige Karte, die plötzlich 6-6 ist, ja, mit der er uns auch angreifen wird. Kann eine Kreatur tappen, damit würde die tappen, dass ich gar nicht blocken kann. Und die enttappt auch nicht nächste Runde. Also er macht jetzt einfach schon mal 11 Schaden, wenn er mit beiden angreift. Und, also ihr seht, was ich meine, ein sehr, sehr schnelles, sehr, sehr fieses Deck, wenn man... Wenn er den Rüstmeister zum Beispiel einfach auf der Hand hat, ja. Und wir ziehen halt nur irgendwelche blöden Geheimniskrämer. Tja, das war's. Wir können nicht blocken nächste Runde. Wir können mit einem blocken und er kann mit zweien angreifen und das war's. Ja, das Terminieren können wir jetzt auch nicht mehr spielen, weil uns das Mana dazu fehlt. Das wäre an sich gut, wenn wir das eine Runde eher gezogen hätten. Dann hätten wir den Chormeister einfach aus dem Spiel nehmen können. Also Soldaten, die du kontrollierst, halten bis 0 bis 1. Ja, er wird es einfach angreifen. Ich kann nur einen blocken und damit gewinnt er. Ja. Ganz sauber, ganz schnell runtergespielt. Also meine Prophezeiung wurde wahr. Wir verlieren die erste Runde. Das könnte auch echt schwierig werden. Mal schauen, wie jetzt die anderen Matches werden. Wo ist er? Da.
Das sind ganz nette Karten hier. Uns fehlt nur Mana. Die sind auch ganz nett, vor allem mit diesem Dämon hier. Und Zombifizierung und dazu dieser Schrecken. Es fehlt dementsprechend ein Sumpf noch. Und er fängt leider wieder an. Das ist natürlich für ihn das Beste, was passieren kann. Ne? Also er hat ein schnelles Deck, fängt an, spielt es wahrscheinlich schon direkt wieder irgendwas. Solange der Kordulant ausgerüstet ist, erhält er Doppelschlag. Also auch sehr mächtig. Wir spielen jetzt die sich entfaltende Wildnis und holen uns damit direkt einen Sumpf. Ein Mana müssen wir noch ziehen, sonst können wir das gleich wieder vergessen. Ich frage mich, warum er nicht angreift. Ein Stein schmelzt mich hier nicht willkommen, kannst du eine Auswirkung nach einer Ausrüstungskarte suchen und sie auf deine Hand nehmen. Und sie kann auch Mana einsetzen und getappt werden, um eine Ausrüstungskarte ins Spiel zu bringen. Günstiger als sie eigentlich wäre. Er bringt nur so eine 0-1er. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich hätte eine teurere genommen. So, wir haben jetzt zwar terminieren, aber wir brauchen unbedingt einen Mann in der nächsten Runde, sonst können wir es vergessen. Im besten Falle einen Sumpf. Wenn er mit ihm angreift, wären das 4 Schaden. Er greift aber nur mit ihr an. Okay. Kein gezogen. Jetzt würde ich diesen Xantrit-Dämon abwerfen. Den könnte ich irgendwann dann halt mit Zombifizierung wiederholen. Greif weiter nur mit der 1er an. Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wovor er Angst hat. Ist wieder dieser Schmied. Super dumm, dass wir keinen Mana ziehen. Das ist total bekloppt. Nehmen wir mal diesen Schmied aus dem Spiel. Zwei Vierer Greif. Fliegend einfach, okay. Das ist total, also das Mana besteht zumindest 40% aus, das Deck besteht zumindest 40% aus Mana. Wir haben die letzten 5 Runden keinen Mana gezogen oder 4. Könnte er, glaube ich, das Mana noch bezahlen? Nein, was macht er? Falkenius erhalten plus 1 mit einem des Zuges, falls du die Bonuskosten bezahlt hast, erhältst du stattdessen den plus 2, also er hat die nicht die Bonuskosten bezahlt. Sag mal so, wenn wir jetzt irgendwann Mana ziehen, ja, dann haben wir den Vorteil, dass er seine Karten fast alle ausgespielt hat. Und wir noch sehr viele Möglichkeiten auf der Hand haben, aber... Und dann noch sowas, was wir erst nächste Runde nutzen können. Ganz normales Land wäre mir eigentlich schon genug gewesen. Das Problem ist, dass der Typ fliegt. Den kriegen wir nicht tot, so schnell. Wenn wir ihn nicht schnell tot kriegen, dann wird er uns vorher töten. Das sind 7 Schaden. Nächste Runde kann er 4 Schaden alleine machen. Wenn er nicht noch eine nette Ausrüstung auf der Hand hat oder sonstiges. So. Jetzt müssen wir ihn spielen. Eine Karte abwerfen.
Thema des Ungs, den werden wir nicht spielen können. Jetzt könnten wir seine Core-Steinschmelz-Müßigerin könnte man jetzt blocken, aber nicht noch seine 4-4 fliegende Kreatur. Zombifizierung braucht 4 Mana. Solange ich jetzt nicht noch einen Mana ziehe, war's das. Die herzgroße Kreatur erhält bis ein für jede Kreatur, die du konsolidierst. Das finde ich ist die beste Ausrüstungskarte in seinem ganzen Deck. Und ich frage mich, warum er hat Verteidiger. Okay, ich will die eh nur zum Blocken nutzen eigentlich. Die hätte ich an seiner Stelle schon viel eher gespielt. Gut. Verloren. Einfach weil mir kein Mana am frustrierendsten. Jetzt haben wir Möglichkeit, 3 Mana zu bekommen und haben auch wieder den versteckten Schrecken, mit dem wir diesen Goliath, den holzerschleppenden Goliath ablegen können, den wir dann irgendwann auch wieder ins Spiel bekommen. Also das ist mal eine gute Hand. Mir stört natürlich wieder, dass er zum dritten Mal auch anfängt, was ihm natürlich so schön in die Hand spielt. Zack, ich spiele direkt hier den Typen, der, wenn er ausgerüstet ist, +1/+1 und Flugfähigkeit bekommt. Nächste Runde würde ihn sicher ausrüsten. Damit werde ich mir dann nächste Runde einen Sumpf auf die Hand holen wahrscheinlich, wenn ich keinen ziehe. Auf jeden Fall seht ihr, warum Nicole Bolas immer so ein Loser war. Das ist nochmal der Rüstmeister. Einfach weil, wenn man nicht die perfekten Karten auf der Hand hat, man auch ganz schnell ganz schön alt aussieht. Das werde ich jetzt nicht nutzen, damit ich Terror noch nutzen kann, falls er jetzt noch irgendwas Lustiges spielt und ihn damit ausrüstet. Würde ich den Rüstmeister direkt aus dem Spiel nehmen, weil der, haben wir ja gesehen, der ist ziemlich mächtig drauf. Genau, er spielt diese Machete und kann sie dann noch an ihm ausrüsten, wenn er das ganze Mana bezahlt hat. Genau, dann nehme ich ihn einfach aus dem Spiel. Zack. Jetzt hat er das 3 Mana verwendet, also 2 waren davon unnütz und jetzt kann er halt nur einen Schaden machen anstatt mehr. Zack, jede Menge Mana. Hier mit den Schrecken aus. Ja, wir werfen diesen Goliath ab und versuchen dann als nächstes den Kampfmagier, oder werden nicht versuchen, sondern spielen als nächstes den Kampfmagier aus, um dann mit seiner Fähigkeit jetzt hier eine Karte und wirf aus deiner Hand ab, versuchen wollen, irgendeine Zombifizierungskarte zu ziehen, die es ja sehr oft gibt. Das ist einfach eine ziemlich gute, günstige 2-1er-Karte. Genau, der hat jetzt Flugfähigkeit und fliegt einfach über unseren Schrecken hinweg. Kann man jetzt leider nicht viel dran machen. Zombifizierung. Ich hau mich weg. Der Goliath ist leider auch eine nur auf Boden sich bewegende Kreatur, aber sehr gut dahingehend. Jetzt können wir ihn auch mal unter Druck setzen. Kann nicht blocken, schade, kann nicht angreifen, hätte mir besser gefallen. Zack. Eine 6-6er Kreatur, die immer stärker wird, je nachdem gleich der Stärke der Kreatur ist. Also je mehr Kreaturen wir spielen, desto stärker wird die. Spielt wahrscheinlich jetzt, ne, was spielt er? Die Soldaten, die du erhältst, erhalten +1/+0. Ach, das gilt natürlich auch für Gegner, bitte. Das ist natürlich super. Ein Trampelschaden? Ne, kein Trampelschaden leider. Ja, jetzt ist es eine Frage der Zeit, ob wir diesen Lehrling irgendwie aus dem Spiel bekommen, ehrlich gesagt.
Zerstöre eine nicht schwarze Kreatur deiner Wahl. Sie kann nicht regeneriert werden. Hey. Und was noch? Du hältst Anzahl und Höhepunkt ihrer Widerstandskraft. Das ist eine Hexerei. Die müsste ich also jetzt spielen. Und dann spiele ich sie auch direkt auf ihn. Nice. So, wir werden uns jetzt noch die Möglichkeit offen halten zu blocken. Oder wir machen halt das 9, ne? 13 Schaden, also er wird blocken. No risk, no fun. So, jetzt sind wir natürlich offen für alle Angriffe, die er jetzt uns noch entgegenbringt. Okay, er kriegt ihm Verteidiger, da habe ich eigentlich schon viel eher damit gerechnet. Gut, dass wir jetzt noch mit angegriffen haben, sonst hätte der uns gar nichts gebracht. On the long run sozusagen. In Zukunft wird er auch mit Bodenkreaturen nicht mehr groß angreifen können. Wo verursacht Furcht? Das war nochmal. Außer von Artefakten und schwarzen Kreaturen hat er weder noch. Das heißt, es wäre sehr gut, den zu spielen und anzugreifen. Weil immer wenn er Kampfschaden zufügt, kann er eine Karte ziehen. Greifen wir uns weiter mit der 4-4er an. Wir können ja mit dem großen Goliath blocken. Genau. Und nächste Runde holen wir uns, also bevor die nächste Runde anfängt, holen wir uns damit noch einen Mana auf die Hand. Beherzte Wache 03, meinetwegen. Kriegt 1 durch die Schmieden. Und alle Kreaturen, die du kontrollierst, haben das 1+1. Ist alles okay. Willst du jetzt etwa angreifen? Warum hast du das dann gespielt? Ich wollte es eigentlich gar nicht nutzen, aber ist okay. Weiter. Ihn kann er nicht blocken, ihn sollte er blocken. Ja genau, dann sterben beide, das ist okay. Okay, und so ein Land gezogen. Das können wir ja ausspielen erstmal. Ja, und was kostet die Welt? Spielen wir noch diesen Kampfmagier aus. Der wird immer größer, kann aber leider nicht angreifen. Genau, wir könnten jetzt noch ein Land ins Spiel bringen. Der greift mit 0-0 an. Das habe ich auch nicht verstanden. Timer anhalten. Warum kann ich das nicht im Gegnerzug nutzen? Das ist irgendwie ein Bug hier gerade, oder? Naja, gut. Das verstehe ich nicht. Zombifizierung. Haben wir jetzt keine große Kreatur im Friedhof. Seht ihr das? Ich kann das nicht mehr anklicken. Seitdem ich ihn hier angewählt habe, ne? Ja. Okay. Hoffen wir, dass das hier dann jetzt gleich nach dem Spiel nicht mehr so ist. Ansonsten müsste ich die Folge wirklich mal unterbrechen oder früher beenden sozusagen. Das Spiel hat sich gegen mich verschworen. Ich will, dass Gideon nochmal gewinnt. Kann ich theoretisch auch seine Fähigkeit auch nicht mehr anwählen, ne? Ja. Tja. Jetzt machen wir das so. Wenn ich seine Fähigkeit nicht verwenden kann, dann ist auch egal. Er muss den Großen blocken. Dann stirbt sie halt nicht dran jetzt an dem Block von ihm, aber... Was soll's?
Oh, das hätte ich natürlich vorher gebraucht, aber gut. Das ist jetzt hier irgendwie merkwürdig. Na, ich fordere es nicht heraus, nicht, dass es noch abstürzt oder so. Ich hätte jetzt gelacht, wenn er jetzt irgend noch eine Ausrüstung hätte und mich damit besiegen könnte. Das wäre jetzt so Witz gewesen. Ja, ist mir jetzt egal, ich greife mit allen an und beende diese Chose hier. Ich könnte noch super viel Mana und das ist auch eine sehr gute Karte, die nur fälschlich formuliert ist hier. Der Wehentränger fügt einer Kreatur deiner Wahl Schadenspunkte in Höhe seiner Stärke zu. Das stimmt nicht ganz, weil die gegnerische Kreatur fügt auch dem Wehentränger so viel Schaden zu. Also es ist mehr so, du forcierst einen Kampf zwischen den Kreaturen. Wenn man da nämlich eine 4-1er-Kreatur antreten lässt, dann ja, stirbt der Wehentränker auch mit und dann kann die zweite Teil seiner Beschreibung nicht mehr wirken. Gut, haben wir gewonnen. Gucken wir mal, was wir freigespielt haben. Wir haben noch nicht alle Karten freigespielt. Ich glaube, 3 oder 4 fehlen noch. Guck mal, da ist Nicole. Nicole selber quasi. Fliegend. Kostet super viel Mana, 8 Mana sehe ich da. Opfere Nico Boyer zu Beginn deines Versorgungsements, falls du nicht, hier ist ein Leerzeichen zu viel, eins jeder Farbe bezahle. Immer wenn Nico Boyer einem Gegner Schaden zufügt, wirft dieser Spieler alle Karten aus seiner Hand ab. Also wenn ich so viel Mana habe, habe ich damit auch überhaupt kein Problem, ja? Die Fähigkeit zu bezahlen. Gut, ich wollte es nochmal versuchen. In der Hoffnung, dass dieser Bug jetzt nicht mehr da ist, weil wir haben wir einen ganz schönen Nachteil. Das ist, also, die Karte ist gut, aber an sich ist es eine Scheißhand. Das ist schon besser. Da könnten wir versuchen, den Flammenstoßdrachen vergleichsweise schnell ins Spiel zu bringen. Ich würde als erstes aber kein Gebirge holen, sondern eher eine Insel. Und da können wir jetzt gleich mal ausprobieren. Ja, jetzt geht's wieder. Genau genommen hätte ich auch noch ein bisschen abwarten können. Wenn ich jetzt nächste Runde eine Insel gezogen hätte oder ziehe, dann ärgere ich mich. Hätte ich noch mal mindestens eine Runde abwarten können, weil nächste Runde können wir eh nichts machen. Spielt oder sein Duellanten da? Der unter Umständen ganz schön nervig sein kann. Ja, angekündigt, würde ich sagen. Na gut. Nächste Runde Geheimniskrämer. Greift mit ihm nie an. Das ist ein Fehler in der KI. Als ob ich irgendwas haben könnte, um ihn damit aus dem Spiel zu nehmen. Also wüsste ich nicht wie. Okay, wir haben jetzt sehr viele Zombifizierungen. Ich habe es verstanden. Wir bräuchten nur noch eine Möglichkeit, den Flammenstoßdrachen abzuwerfen. Da wäre es sogar die Überlegung, jetzt 2 Runden lang nichts zu spielen, dass ich ihn dann abwerfen muss, weil ich 8 Karten auf der Hand habe. Ja, gut, seine Fähigkeit kann er nicht aktivieren, er hat keine Ausrüstung hier. Wenn die loyale Wache eine Kreaturbox zerstörst, du diese Kreatur und den loyalen Wachposten. Okay, nicht schlecht. Also er hat jetzt auf jeden Fall super viele Kreaturen da, haben wir verstanden. Ja, das werde ich jetzt auch so machen. Die nächste Runde muss ich dann eine Kreatur abwerfen, also nach der nächsten Runde. Und dann kann ich ihn mit Zombifizierungen spielen. Nur so kann ich jetzt überhaupt gewinnen mit der Hand. Anders sehe ich jetzt keinen Weg erstmal. Erstmal würde ich jetzt hier versuchen mit vielen anzugreifen. Oder auch nicht. Den 2 Schaden, den nehme ich noch mit. Die erste Kreatur hat eine Flugfähigkeit. Das hättest du doch, also das verstehe ich an der KI nicht. Er hätte es doch jetzt, bevor er angreift, das machen können, auf ihn oder auf ihn wirken und dann mit beiden angreifen können. Da hätte er mir jetzt 6 Schaden gemacht. Gut, ich spiele jetzt keine Insel und nichts. Man muss dann eine Kreatur abwerfen und das wird der Flammenstoßdrache sein. Zack, und den kann ich dann nächste Runde mit Zombifizierung zurück ins Spiel holen. Und dann haben wir auch eine ziemlich nette Karte, die auch fliegende Kreaturen und alles mögliche blocken kann. Warum greifst du nicht an? Sehr merkwürdig. Das ist die einzige
Möglichkeit, wie man hier anscheinend gewinnen kann, indem man die KI ausnutzt, ne? Aber da ist er, der Flammenstoß drauf. Und seine Fähigkeit würde ich dann auch jede Runde aktivieren. Die ist halt super gut. Das Einzige, was uns fehlt dafür, ist ein Gebirge, sehe ich gerade. Okay, das ist ein Problem. Gut, ich werde nicht mit ihm angreifen. Haben wir verstanden. Ich könnte ihn jetzt natürlich mit meinen eigenen Terminieren halt besiegen und dann über Zombifizierung nochmal ins Spiel bringen. Das hätte Stil. Also bräuchte ich halt nur halt ein Gebirge. Wenn ich jetzt ein Gebirge ziehe, ärgere ich mich, dass ich ein Land gespielt habe. Ja, Max, das war... Na gut, nächste Runde habe ich theoretisch trotzdem genügend Mana, wenn ich das Gebirge spiele. Terminieren, also 5, 6, hatte ich genug dafür, ja. Könnte ich meine eigene Kreatur terminieren und zurück ins Spiel holen. Nee. Dann könnte ich nicht mehr seine 1-1er Kreaturen blocken und er würde mir viel mehr Schaden machen nächste Runde. Das wäre blöd. So, jetzt haben wir hier diesen Eile-Typen, der aber nicht an dem durchkommt. Das heißt, ich mache das genau wie geplant. Ich terminiere meinen eigenen Drachen, spiele Zombifizierung und bringe ihn zurück ins Spiel. Unorthodox, aber wirksam. Angriffe überspringen wir. Eine Schleus legt das ihm an und greift auch mit an. Okay, nett. Wahrscheinlich greift er jetzt auch mit allen an. Sodass ich den Drachen nochmal opfern muss. So. Er macht 10 Schaden. Wenn ich nur die blocke, macht er 10 Schaden. Das ist schwierig. Oh, so muss ich den Drachen halt aufgeben und nochmal spielen und gebe ihm wieder die Möglichkeiten. Er hat dann aber keine Karten mehr auf der Hand, also das war's dann eigentlich. Karte ist an der Hand ab. Das muss ich leider so machen. Ich habe ja noch einen Zombifizieren auf der Hand, das muss ich dann einfach nutzen. Oh, das tut weh. Jetzt habe ich die Kreatur schon zweimal besiegt. Ein Sumpf. Einmal zombifizieren den Drachen. Und einmal nochmal den Geheimniskrämer. Ist doch so, ja? Ja. Noch ein Land, was man nicht brauchen unbedingt. Gut, angreifen tue ich nicht. Okay. Greift nicht an, okay, verrückt. Spielt er jetzt noch? Verteidiger. Der ist natürlich ganz nett jetzt hier. Da hätte man auch noch was Gutes zum Blocken und so weiter. Ich greife mit dem Flammenstoßdrachen an. Plus 1 und Flugfähigkeit. Oh, das ist jetzt ein Überlegen. Wir haben 8 Leben. Plus 1 und Flugfähigkeit. Könnt ihr noch auf ihn machen, ja? Wären das hier, wären das 4 Schaden, die durchkommen. Und mit dem oder mit jedem anderen nochmal 3. Das wären 7 Schaden. Und ich kann ja noch dieses Gespenst spielen. Das kann ich aber nur spielen, wenn ich seine Fähigkeit nicht aktiviere, weil ich nur ein Gebirge habe. Ja, das heißt, ich kann seine
Fähigkeit nicht aktivieren. Ich kann jetzt hier irgendwas. Aber ich muss sie aktivieren, sonst blockt er mich tot. Boah, das ist komplex. Ich versuch's einfach. Ich mach auf ihn und verwende nur einen Mana. Kann mich jetzt theoretisch besiegen. Macht das an den anderen Fliegenden und dann greift er mit allen an. Damit gewinnt er. Aber anders. Jetzt nochmal defensiv zu spielen, wüsste ich gar nicht, wie ich das klug machen kann. Oder ist die KI ist. Okay, sie macht genau das, was sie machen muss. Dass sie damit angreift, ist etwas Quatsch, aber. Okay. Probieren wir noch das Maximum rauszuholen. Nein. Team. Team, dann kommen durch. 1, 2, 6 Schaden kommen nur durch. Können wir auch überlegen. 4. Nein, den hinten. Ihn. So, jetzt kommen durch. 4 plus 2 sind 6, 7, 8, 10. 8. 7. Ja, 7. Aber ich nehme doch lieber den, wenn ich da eine große Kreatur spiele. Ja. Hätte die Ausrüstung noch genutzt? Okay, er hat das. Gut. Dann ist das gelaufen. Sonst hätte ich jetzt mit einem Lebenspunkt überlebt. Ja, Gideon. Nicht schlecht gespielt, auch wenn du... Das hättest du eigentlich schon früher beenden können. Tja, aber ich musste ein paar unorthodoxe Sachen machen. Das ist auch mal nett, ein bisschen was Verrücktes machen zu müssen. Na gut, Gideon, 1-3 für dich. Ich gebe mich trotzdem zufrieden mit einem Sieg. Ja, das nächste Mal spielen wir gegen Niv Mizzet. Das ist diese, spielt mit diesem blau-roten Deck, was ich persönlich finde, das schlechteste Deck von allen ist. Spielt halt, wie man die Farben schon sieht, so auf Spontanzauber und ja, Direktschaden und so weiter. Wir spielen dann natürlich nicht mehr mit Äon des Bösen, sondern mit Herz der Welten. Das war dieses Landungsdeck. Genau. Gut, an der Stelle erinnere ich nochmal, wir haben jetzt nur noch 4 Decks, aber noch 7 Gegner vor uns. Also in den letzten 3 Gegnern hätten wir, bevor, also hier nach Gideon 2, hätten wir alle Decks zweimal gespielt und ich nehme gerne Ideen oder Wünsche entgegen, welche Decks ich in den letzten 3 Episoden spielen soll. Bis dahin werde ich auch versuchen, für alle Decks alle Karten freigespielt zu haben, dass man halt die dann wirklich in ihrer vollen Pracht sozusagen sieht. Also, wenn ihr Vorlieben habt, dann bitte meldet euch in, was haben wir jetzt, 1, 2, 3, 4, in 5 Wochen wäre dann euer Wunsch erfüllt. Alles klar. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao!